vor meinen Ferien oder vor meinem Urlaub, wie man ja in Deutschland zu sagen pflegt, habe ich noch ein Video gemacht mit meinen Problemen mit der Ultra und da unter anderem vorgeführt, dass Folgendes hin und wieder passiert, wenn ich da am Rädchen drehe, dass ich das mit meinen Haaren auf dem Arm und mit dem Handgelenkknochen hier verkalt und ich dann nicht richtig drehen kann. Ist mir beispielsweise heute Morgen auch wieder passiert, als ich walken war, da mit dem Stock hier und der Uhr da, und das hat dann alles ein bisschen verkalt. Ja, das kann passieren, aber ganz, ganz viele Leute haben mir geschrieben und eine Lösung vorgeschlagen. Man soll die Uhr doch drehen. Ganz viele Leute wissen nicht, dass das überhaupt geht. Hin und wieder sehe ich Leute, die die Apple Watch nämlich andersrum tragen. Ich habe das in den Ferien so gemacht, ich habe es die letzten Wochen so gemacht. Ganz viele Leute haben mich darauf angesprochen, zum Beispiel beim Klatschvideo. Warum trägst du deine Uhr denn falsch rum? Ist nicht falsch rum. Die Apple Watch kann man tragen, wie man möchte. Und ich zeige euch heute mal, wie das funktioniert und was die Vorteile sind. Weil dann hat man nämlich genau dieses Problem nicht, was ich hatte mit der Ultra. Also schauen wir mal zusammen. Erstmal schnell abmontieren. So. Ah, Passwort. So. Man gehe in die Einstellungen, allgemein. Und dann finden wir hier die Funktion Ausrichtung. Kann man erstens mal entscheiden, ob man sie am linken oder rechten Arm tragen möchte. Ich habe die Apple Watch lang am rechten Arm getragen und am linken Arm meine mechanische Uhr. Irgendwann, so vor 2 Jahren, habe ich gewechselt. Als die Apple Watch halt immer besser wurde und ich sie lieber nutzte, habe ich sie dann nach links gewechselt. Aber alles mit links, rechts ist bei mir immer ein bisschen kompliziert, weil ich ja als Beidhänder keine starke Hand habe. Darum bin ich nicht die Autorität, was man jetzt besser links und was man besser rechts macht. Also dann weiter runter. Und dann gibt es hier die Option, wo die Digital Crown ist. Jetzt ist sie logischerweise rechts. Wenn man sie andersrum tragen möchte, wählt man hier links und schon dreht sich die Uhr. Muss dann natürlich auch die Armbänder anpassen. Machen wir schnell. Das kommt runter. Das kommt drauf. Jetzt habe ich es gerade wieder falsch. So. So wollen wir ja die Uhr. Da muss das nach unten und das muss nach oben. So. Passwort. Und schon sieht die Uhr so aus. Montieren. Diesmal ging es ohne Passwort. Wenn man ganz vorsichtig ist und den Hautkontakt behält, muss man das Passwort nicht jedes Mal eintippen. Das ist ja der Gag an diesem Hauterkennungssensor, den die Apple Watch hat. Sobald man sie vom Arm nimmt, schließt sie sich und man muss das Passwort wieder eintippen. Wenn man Hautkontakt behält, dann nicht. So. Und jetzt schaut die Uhr so aus. Und jetzt kann man hier bequem mit dem Daumen dran drehen. Chip, Nachtmodus, Multitasking. Hier hinten die Taschenlampe. Zack, zack. Und insgesamt wirklich einfacher zu bedienen. Ich war selbst überrascht und habe mich sehr schnell daran gewöhnt. Hier schnell drehen, zack, zack. Ist halt der Handgelenkknochen nicht im Weg. Das ist wirklich super bequem und ich verstehe, warum es Leute gibt, die die Uhr sowieso so tragen. Warum trägt sie Raphael jetzt trotzdem nicht so, obwohl es eigentlich besser ist? Naja, weil ich ein schrecklich oberflächlicher Mensch bin. Mich irritiert es ungemein, wenn die Uhr da hinten so wuchtig ist und da nix ist. Wenn ich drauf schaue, dann fehlt mir was. Ja, ich bin schrecklich uhrenverzogen und darum, so bequem es auch wäre, aber andersrum sieht es für mich einfach richtiger aus. Vielleicht liegt es daran, dass ich halt einfach schon seit 2015 eine Apple Watch andersrum trage und jetzt tue ich mich schwer damit. Aber
Nur weil ich mich damit schwer tue, müsst ihr es ja nicht. Ich empfehle dringend, es auch mal auszuprobieren. Erstens, um rauszufinden, ob das was für einen ist. Und zweitens ist es ja auch ein gutes Hirntraining, wenn man mal Sachen, die man mit rechts, links macht und solche Sachen. Einfach mal als Experiment. Unbedingt ausprobieren und dann berichten hier unten in den Kommentaren. Ich bin unglaublich gespannt, wie es euch damit geht. Wie gesagt, bei mir hat's gut funktioniert, aber die Optik hat's halt nicht hergegeben. Was das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet, was für ein blöder Tipp. Und wir wollen nichts ändern, wir lassen alles so, wie es ist und wollen nichts Neues ausprobieren. Soll es auch geben und ist genauso erlaubt wie das andere. Aber auch gerne Kommentare hinterlassen. Ich finde das immer unglaublich spannend. Ich lerne immer so viel. Beispielsweise auch beim Video zum Klatsch hat mir jemand beigebracht, wenn man Anrufe damit stumm schaltet mit Klatsch und dann die Hand länger drauf lässt, wird der Anruf abgewürgt. Das wusste ich nicht. Einfach Klatsch, wenn jemand anruft, dann wird er stumm geschaltet und Hand noch ein bisschen drauf lassen, dann vibriert's und dann ist der Anruf weggepfeffert. Genial. Und jemand hat mir auch gezeigt, wie man den grauen Rahmen komplett versteckt bei Assistive Touch. Ja, ich habe ja neulich ein Video zu Assistive Touch gemacht. Habe ich den Rahmen von blau auf grau gestellt, dass er ein bisschen dezenter ist. Aber wenn man noch weiter und noch tiefer in den Einstellungen sucht, kann man es komplett wegmachen. Ich habe es unten an dem Video zum Assistive Touch, habe ich den Kommentar nach oben gepinnt. Da könnt ihr es nachlesen. Wirklich genialer Trick. Tausend Dank dafür. Also das ist wirklich so toll an diesen Kommentaren, was ich da immer Neues lerne. Das freut mich riesig. Also, riesig freue ich mich auch, wenn ihr Abo abschließt, obwohl es haben schon so viele von euch gemacht. Wir haben jetzt gerade die 45.000er Limite geknackt. Einfach verrückt. So, jetzt ist aber fertig.